Leute, wir müssen jetzt einfach einmal beten, dass der Supercell-Gott auf unserer Seite ist. Es geht los, okay. Also 2500 Daumen nach oben für das krasseste Chest-Opening ever, 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 ever. So Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ja, vorweg, ihr merkt es, ich habe eine Zahnspange bekommen. Wundert euch nicht deswegen, fragt mich nicht, es ist einfach so passiert. Ich bin aufgewacht, auf einmal hatte ich eine Zahnspange. Ja, ich hoffe mal, es stört nicht zu sehr. Trotzdem, Leute, ich bin wieder zu Hause nach Silvester. Ich war ja längere Zeit bei Marius Gamer. Dazu kommt auch in den nächsten Tagen ein kurzer Zusammenschnitt von den Tagen, die ich da war online. Freut euch auf jeden Fall schon mal darauf. Der ist echt richtig, richtig nice geworden. Und in der Zwischenzeit, was ist passiert? Ja, der Königsgeist wurde released. Und den wollen wir heute probieren zu bekommen. Ich habe tatsächlich an dem Tag, als der Königsgeist released wurde, einen Screenshot per Twitter eingesendet bekommen. Und da hat ein Zuschauer von mir, und zwar der liebe Flutter-Fan, der hat einfach mal am 4. Januar, gerade wo die Karte rausgekommen ist, den Königsgeist einfach mal aus einer Free-Chest bekommen. Den Screenshot seht ihr jetzt hier gerade unter mir. Es ist einfach mal zu krass und es ist halt legit. Also das ist nicht so wie der Screenshot, den ich letztes Mal bekommen habe, als ich da ein Video drüber gemacht habe. Es ist so krass auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle an dich. Richtig, richtig nice Sache. Und ihr könnt dreimal raten, was wir heute machen werden. Wir werden heute ein Chest-Opening machen, wo wir probieren, den Königsgeist zu ziehen. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, es läuft noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar gebe ich nochmal eine 10 Euro iTunes oder Google Play-Karte raus. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, nennen wir es jetzt einfach mal Neujahrsgewinnspiel. Um dran teilzunehmen, müsst ihr diesem Video einfach einen Daumen nach oben geben, in die Kommentare schreiben, was für ein Device ihr braucht und meinen Kanal abonnieren und schon seid ihr mit dabei. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben noch 6000 Gems übrig, knapp 7000 und damit werden wir jetzt erstmal gucken. Ich muss gleich wahrscheinlich auch noch ein paar Gems aufladen. Ich hoffe mal, ich habe noch ein bisschen Guthaben übrig, ansonsten muss ich gleich noch was holen. Ich will einfach mal sagen, Leute, wir fangen an mit der ersten legendären Königstruhe. Richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, los geht es einfach mal. Eine legendäre Karte ist ja hier mindestens drin. Und ich hoffe einfach mal, es ist direkt einfach mal der Königsgeist. Das wäre so, so geil. Okay, wir können auswählen zwischen Kobold und Koboldgang. Ich würde sagen, wir nehmen die Kobolde. Als nächstes nehmen wir natürlich die Kanone, Royal Giant, wir nehmen freiwillig den Royal Giant und hier nehmen wir natürlich auch die Elite-Barbaren. Und als nächstes nehmen wir die Feuergeister, richtig easy und ich würde sagen Eisgeist. So, jetzt kommen die epischen Karten und da nehmen wir ganz klar den Golem. Und wenn ich jetzt auf mein iPad drauf tippe und da irgendwie neu oder sowas auf einer legendären Karte draufstehen sollte, dann ist das der Königsgeist. Okay, schade. Ich hatte schon gehofft, da wird es neu stehen, aber leider war es nicht der Fall. Wir nehmen den Eismagier und das heißt, wir müssen in die zweite Runde gehen. Wir müssen das zweite Mal hier eine legendäre Königstruhe aufmachen. Und bitte, 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 Clash Royale Gott, wenn es dich gibt, gib mir jetzt einfach den Königsgeist. Bitte, komm schon, let's go. Okay, wir nehmen wieder einfach mal den Eisgolem, warum nicht? Als nächstes nehmen wir den Grabstein, dann den Magier und den Mini-Packer, würde ich einfach mal sagen. Okay, Feuergeister oder Kobolde, wir nehmen die Feuergeister und ja, Klon oder Rage, ich tendiere einfach mal zu Klon. Und das gleiche Prinzip wie gerade eben. Wenn da neu stehen sollte, dann haben wir gewonnen. Wenn nicht, dann müssen wir weitermachen. Okay. Danke, Supercell. Danke, 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 dass du es mir so einfach machst, dass du mir mein Geld hier aus der Tasche ziehen möchtest. Okay. Wir müssen Gems aufladen. So, ich habe jetzt nochmal für 21 Euro einmal so viel aufgeladen, dass wir noch eine weitere legendäre Königstruhe aufmachen können. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann werden wir die restlichen Gems auch einfach mal für die Glückstruhe und die Blitztruhe ausgeben. Und wenn wir dann immer noch nicht den Königsgeist bekommen haben,
dann lade ich nochmal für 100 Euro 14.000 Gems auf, beziehungsweise für 110 Euro. Okay, Leute, wir machen weiter mit der nächsten legendären Königstruhe und Supercell-Gott. Bitte, 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 bitte sei auf unserer Seite. Wir gehen jetzt hier einfach mal richtig smooth durch und wir nehmen den Tesla dann als nächstes, den Freeze-Zauber, alles klar, und den Eisgolem. Okay, wir nehmen den Ballon und ich sag's nicht nochmal, ihr wisst, auf was ich jetzt warte. Puh, es ist wieder nicht so weit. Warum? Warum gibst du mir nicht einfach den Königsgeist? Warum? Okay, Glückstruhe. Hier ist die Chance auf eine legendäre Karte da. Und wir gucken einfach mal. Vielleicht wird es ja was. Wir ziehen die Fledermäuse. Dann ziehen wir die Flugmaschine. Und es ist leider nur eine epische Karte. Und zwar der Babydrache. Okay, wir machen diese Glückstruhe nochmal auf. Und hoffen jetzt auf eine legendäre Karte. Wieder die Fledermäuse. Wieder die Flugmaschine und der Gift. Okay, jetzt können wir noch die Blitztruhe aufmachen. Okay, hoffen wir jetzt bei der Blitztruhe auf was Gutes. Skelette, Flugmaschine, Prinz. Prinz will ich nicht haben. Riesenskill ist auch ein bisschen doof. Damit kann ich leben. Und ich würde sagen, es ist soweit. Wir müssen aufladen. Okay, ich habe nochmal 14.000 Gems aufgeladen. Und ich würde das einfach mal sagen, Supercell, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Wir machen direkt weiter mit der nächsten legendären Königstruhe. Also, ich hoffe mal, das Ganze zieht sich jetzt nicht so weit, dass ich im Endeffekt pleite an Clash Royale Gems gehe. Denn darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Okay, wir nehmen den Scharfrichter jetzt die nächsten epischen Karten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Prinzen. Und bitte, bitte, Supercell Gott, tu es. Tu es. Und er tut es wieder nicht. Er tut es wieder nicht. Warum? Warum, Supercell Gott, warum? Wir machen einfach weiter. Ich ignoriere das jetzt einfach mal, dass er uns hier jetzt so ein bisschen triggert. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Okay, wir nehmen die Speerkobolde und es geht hier einfach mal Schlag auf Schlag weiter durch. So. Und wir nehmen wieder den Prinzen und jetzt. Danke. Nein, danke. Es ist wieder nicht der Königsgeist. Was ist denn das? Okay, wir nehmen wieder den Mega-Ritter. Mein Opa hat es ja letztes Mal schon gesagt. Den kriegen wir immer und immer wieder, aber wir machen hier weiter. So. Boom, boom, boom. Okay, ich tippe jetzt hier einfach mal nur so schnell durch. Ich will den Königsgeist. Ich will ihn haben. Okay, Koboldfass. Und jetzt. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Es steht schon wieder nicht neu dran. Es steht schon wieder nicht neu dran. Wir kriegen hier so viele legendären Karten. Aber es ist halt einfach nicht der Königsgeist mit dabei. Warum? Was soll denn das? Okay. Drachenbaby, zack und weiter und zack und zack und zack. Es geht hier Schlag auf Schlag. So, den Jäger und jetzt. Warum, Supercell? Warum? Wieso tust du mir das an? Lol, wir können jetzt entscheiden, welches unsere erste legendäre Karte auf Stufe 4 ist. Ich entscheide mich fürs Kampfholz. Eindeutig. Nice. Meine möglicherweise erste legendäre Karte Stufe 4, wenn ich sie denn upgrade. Und das ist jetzt, glaube ich, unsere letzte, wenn nicht sogar, ja, ich glaube, letzte oder vorletzte legendäre Königstruhe. Danach sind die 14.000 Gems einfach verbraten. Puh, das tut weh. Das tut weh. Bitte. Bitte. Tu es mir nicht an. Bitte. Ey, Mann. Es tut so weh. Es tut so weh. Ich glaube, ich kann gerade noch für... Ich guck mal. Ich glaube, es geht noch. So, diese 1200 Gems sind jetzt unsere letzte Hoffnung. Damit haben wir 2800 Gems insgesamt. Das ist jetzt unsere letzte legendäre Königstruhe. Leute, wir müssen jetzt einfach einmal beten, dass der Supercell-Gott auf unserer Seite ist. Puh, es geht los. Okay. Ich sag jetzt nichts. Wir tippen hier einfach durch. Ihr könnt
Ganz entspannt sein. Ich bin ganz entspannt. Das ist jetzt safe, dass wir jetzt den Königsgeist bekommen. Es ist safe. Ich sage es, der kommt jetzt einfach. Der kommt jetzt einfach. Ich halte jetzt meine Fresse. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann's nicht sein. Jetzt hier aus der fucking Blitztruhe, oder wie? Ja. Ich gebe die Hoffnung, ganz ehrlich, ich gebe die Hoffnung gerade irgendwie auf. Das ist doch... Es ist doch nicht mehr feierlich. Es ist doch nicht mehr feierlich. Jetzt auch noch der X-Bogen, bitte. Leute, dieses Chest-Opening war teuer und es hat uns nichts gebracht. Ich würde sagen, wenn wir auf diesem Video 2500 Daumen nach oben schaffen, dann machen wir wirklich ein Chest-Opening so lange, bis wir den Königsgeist freischalten. Also 2500 Daumen nach oben für das krasseste Chest-Opening ever. Wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, Leute, damit war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. We'll be right back.